Eine etwas ungewohntere Perspektive und wieder ein mega Stunt-Beitrag. Wir hatten das schon mal. Da habe ich auch versucht, irgendwie nicht über die Brüstung zu gehen. Es ist mir auch gelungen, wie ihr hört und seht. Und deshalb versuche ich es heute nochmal. Ihr wisst ja auch, eins meiner Credos, ich hoffe mal, das ist der Plural vom Credo, ist auch immer was Neues versuchen und immer auch ein bisschen Risiko eingehen. Übrigens, Risiko war heute auch die Ohrringe. Ich glaube, ihr habt mich noch nie mit Ohrringen gesehen und überhaupt relativ wenig Schmuck. Die Uhr, ja, das ist so ein ständiger Begleiter und wird auch immer gern gesehen. Ohrringe eher nein, und das heißt, meine Ohrlöcher verabschieden sich ab und zu, soll aber jetzt auch nicht das Thema sein. Auf jeden Fall würde ich doch bitten, darauf zu achten. Ich habe Schmuck angelegt und nachdem ich festgestellt habe, dass ich heute das Kleid hier tragen möchte, muss ich den Beitrag machen, ob ich will oder nicht, weil seit ich diese Stiefel hier habe, die habe ich euch ja auch schon gezeigt, und mir wurde gesagt, ich soll sie doch aufpolieren und dann geht das Weiße hier auch weg. Und dann habe ich gesagt, ich finde das gerade so cool. Also das ist diese Vintage-Optik, die ich auch noch ein bisschen lassen möchte. Danach werde ich vielleicht das mit dem Polieren versuchen. Wie gesagt, ich nehme mir das durchaus zu Herzen und führe es auch aus. Aber manche Sachen sind einfach, die sehen einfach so cool aus. Auch wenn sie nicht glänzen, gerade deshalb. So, da ich aber nicht nur die halt anziehen möchte, sondern natürlich euch wie immer auch ein bisschen was bieten, sind noch zwei andere Paare dabei, die auch fantastisch passen. Und heute einfach mal vorab natürlich auch mal Accessoires. Flupp. Nein, die schmeiße ich erst hinterher weg. So, und was ich mir von Anfang an eigentlich vorgestellt habe, ist die Stiefel mit einem schwarzen Kleid oder auch Shorts, Oberteil und mit einer, warum können das eigentlich andere so auf Anhieb? Mit einer Lederjacke, die ich auch richtig rum anziehen werde. So, das ist also das erste Outfit, beziehungsweise es ist auch das Grundoutfit. Das Einzige, was wir dazu einfach mal angucken werden, ist, wie sehen die anderen Stiefel auch dazu aus? Wie sieht mein eigentlich Initiativ-Fashion-Style-Stiefel dieser Woche aus? Und was kann man eigentlich auch mit so einem schwarzen Kleid machen? Zumindest mal mit dem, was ich jetzt anhabe. Das sind die Fragen dieser Woche. Und die nächste Frage für mich ist wieder, wo muss die Kamera hin, damit ihr mich auch ganz seht? Es wird wirklich Zeit, dass ich hier professionelles Equipment habe oder wenigstens Menschen, die sich mit den Sachen auskennen, die sie da machen. Macht aber nichts, wir haben jetzt rechts und links einen Rahmen von einer wirklich hässlichen Tür, aber im Hintergrund mein Treppenhaus, das sieht gut aus. So, also mein erstes Outfit, wie schon angedeutet, sind die Stiefel und natürlich passen sie einfach grandios und auch sehr gut im Stehen anzuziehen. Zu einem schwarzen Kleid. Nein, nicht mit Strümpfen und mit dem grandios Anziehen ist das natürlich immer so eine Sache. Ihr könnt aber während des Anziehens natürlich auf meine wahnsinnig gute Schulter- und Rückenmuskulatur achten. Und wie immer auf die Eleganz beim Anziehen. So, ja, hätte ich gar nicht schöner inszenieren können. Läuft wie geschmiert. Apropos geschmiert, vielleicht an der Stelle mal der Tipp, wie komme ich denn geschmiert in meinen Stiefel? Und jetzt sagt bitte nicht mit Strümpfen. Das ist nicht die Alternative. Gut, also, ihr habt es auch gehört, schon beim Anziehen macht dieser Hunter das typische Geräusch. Ja, eigentlich nicht mehr das typische Geräusch. Der hört sich sogar noch viel besser an, wahrscheinlich, weil er gar nicht so glänzend ist. Ja, hat auch übrigens eine super Haptik. Wer sich jetzt fragt, wo hat sie eigentlich all diese Worte her? Ja, die fliegen mir einfach so zu. Also, der fühlt sich total cool an, weil er ist ein wenig hier... Ja, was ist das überhaupt? Muss ich nochmal nachgucken. Also, ja, ist auf jeden Fall also total haptisch. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, wo bleibt die Jacke? Die Jacke. Ach, guck mal, das geht doch, als hätte ich es wirklich probiert. So, wir haben Jacke, Kleid, Stiefel und ich habe diese furchtbar hässliche Brille, die auf dem Kopf allerdings perfekt passt. Jetzt müssten wir gucken, was genau passt jetzt an Taschen. Ist es diese?
Tasche, Tasche, Tasche. Ich wusste es vorher schon. Flup, flup. Die. Wie ist es? Und jetzt einmal in Gänze mit allen Sachen, die dazugehören. Und was jetzt noch ganz toll ist an dem Kleid, aufgepasst, man kann es tatsächlich auch als kurzes Kleid tragen. Dann wäre natürlich vielleicht ein Gürtel oder ähnliches ganz gut. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass der Schlitz nicht zu hoch geht. Aber wer seine Stiefel noch besser zur Geltung kommen lassen will, oder seine Beine oder beides, dem sei das ans Herz gelegt. Wer es lieber klassisch, elegant und einfach so Mafia-Style mag, dem würde ich das so ans Herz legen. Und ich glaube, trotz meiner Verrenkung kann man ganz gut sehen, wie das Gesamtoutfit sein soll. Übrigens, ich habe sogar geschafft, die Tasche falsch rum zu zeigen. Macht aber nichts, ist oben wie unten egal. So, Outfit Nummer 1. Denkt, oh, Outfit Nummer 2, da haben wir ja viel Veränderung. Ja, haben wir auch. Das ist nicht derselbe Stiefel. Wie ihr seht, der glänzt, also mal richtig hingeguckt. Und damit ihr auch merkt, dass hier Veränderung eingetreten ist, habe ich mich doch entschieden, obwohl die schwarze Lederjacke natürlich die ganze Zeit passt, weil das bleibt ja das schwarze Kleid, habe ich mich doch entschieden, eine Jeansjacke zu wählen, weil die natürlich auch passt. Auch vielleicht mal eine neue Brille und schwupps, haben wir schon ein komplett neues Outfit. Stiefel, kurzes Kleid, Jeans und natürlich auch wieder lang, so wie ich vorher gesagt habe. Und mit der Brille sehe ich natürlich gar nichts, macht aber nichts, passt auch auf den Kopf. Und nur noch mal zur Erinnerung, das Kleid an sich ist natürlich auch perfekt. So, das waren übrigens die davor ersteigerten Hunter, die auch wieder so eine ganz besondere Haptik haben, diesmal aber auch glänzend sind. Ich gebe jetzt auch auf, hier irgendwie Vergleiche zu finden. Der Stiefel war aber auch bekannt. So, jetzt habe ich natürlich Jacke, Stiefel, Brille und was fehlt, es ist die Tasche. Ich wähle zu diesem Outfit meine kleine Paillettentasche. Kostet übrigens alles überhaupt gar nicht viel. In dem Fall habe ich die auch gewählt, weil hier oben ist nochmal glänzend. Das habe ich jetzt auch zu dem Outfit gelassen. Wir gucken uns gleich mal an, was ich zum dritten Outfit habe oder auch nicht mehr habe. Vielleicht machen wir einfach eine kleine Suchaufgabe daraus. Wieder eins meiner berühmten Gewinnspiele, bei denen es, ja, ihr wisst es, immer nichts zu gewinnen gibt. Außer Ruhm, Ehre und ein geschultes Sehvermögen, eventuell dieses Mal. So, also, ihr seht, das ist das neue Outfit. Und jetzt kommt Outfit Nummer 3. Letztes Outfit, selbes Kleid, andere Accessoires. Ihr seid gefordert, wie viel hat sich hier verändert an mir? Bis auf die Stiefel, die wir kennen. Kleine Tipps gibt es natürlich. So, wer jetzt gedacht hat, weiß in weiß oder also weiß, weiß, nein. Ich habe noch diese Tasche. Und natürlich noch ein paar andere Sachen, die sich verändert haben. Ich werde nicht sagen, was. Aber wer es nochmal relativ ganz sehen will, der hat hier die Möglichkeit. Es ist eine Art, ja, was soll ich sagen? Das ist eine Mischung aus sportlich, ein bisschen retro, ein bisschen speziell, individuell. Aber meiner Meinung nach ein absolutes
mega Kombi, ja, wie soll ich sagen? Also, ne, die Stiefel, gut, die Stiefel passen jetzt auch zu allem, aber das gefällt mir auch. Ein Kleid, drei Varianten und eigentlich sind es 300, wenn ich ganz ehrlich bin, aber dann würde ich ja Weihnachten hier noch stehen. Das heißt, ich würde mich jetzt wieder mit der Frage verabschieden, welches Outfit ist euer Favorite und wer freut sich, dass ich diesmal dran gedacht habe, euch teilhaben zu lassen am Ausziehen meiner Stiefel, was unerwartet super ging. Ja, ein Hoch auf den Stiefelknecht. Wir sehen uns nächste Woche. Eine Zusatzfrage, welcher Stiefel hat das schönste Geräusch beim Ausziehen gemacht? Wäre auch interessant, weil die haben sich alle drei unterschiedlich angehört. Das höre selbst ich.